Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Nächster Trip nach New York und jetzt sind wir gerade an diesem Ort, ja, wo die World Trade Center stand. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, weil die ganze Sache war schlimm genug. Und hier sowas sagt mir jetzt zum Beispiel, oh, jemand kannte die Person und hat dann da die Blume reingesteckt zum Beispiel. Das ist so krass, Leute, an einigen Gassen, weil alles so hoch gebaut ist, siehst du die Sonne einfach nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so düster dann so teilweise irgendwie. Also nicht düster, aber so, ja, wie so ein Raum fühlt sich das denn an. So ein Raum auf der Straße. Guck dir das mal an, da ganz hinten so, aber wenn du hier so, wie so ein geschlossener Raum. Und auch hier so, guck mal, du siehst da, kannst nicht weit nach vorne gucken, weil dann immer irgendein Gebäude im Weg ist. Seht ihr das? Ist alles so zu. Hier auch. Von da, das sind so geschlossen. Geschlossener Raum hier, außer da kannst du rausgucken. Das ist echt heftig. Weiß nicht so, wenn der ein oder andere übertrieben Platzangst hat, so, ob er sich hier wohlfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich finde das übelst geil. Das ist hier halt wieder genau meine Welt. Ihr kennt mich ja. Hier haben wir nochmal einen UPS-Lieferanten. Hey! Er war mit dabei, der hat direkt so gemacht. Richtiger. Wie ist der von Casey Neistat? Marlin. Marlin, der war schon fast zum Star bei ihm, ne? Boah, weiter geht's hier genau das gleiche. Das ist so krass, diese Schluchten sozusagen. Du sollst vorbeigehen, Mann! Da hat er mir den Shot versaut hier. Und Leute, sind an der Wall Street angekommen hier. So, damit ihr mal wisst, wie es an der Wall Street wirklich aussieht, ne? Nicht nur Reichtum und alles. Guck mal hier, da liegt der Müll einfach so draußen rum, Alter. Wow, krass. Also bei den Amis war, also hier in New York läuft das halt so. Du schmeißt den Müll auf die Straße, völlig in so einem Sack. Und dann wird's abgeholt. Irgendwann morgens oder was auch immer. Nee, sorry, das war die, wie war das? Behavior Street. Wall Street kommt gleich. In der Nähe von der Wall Street. Wir sind gleich da. Und so sieht das dann aus, wenn die Sonne durch die ganzen hohen Gebäude kommt. Hier natürlich wieder Müll. Hier, so sieht das dann aus. So, das Steakhouse hat geschlossen, wo wir gerade waren. Steve kann nicht mehr laufen, ne? Erzähl mal, wie ist das jetzt als Bodybuilder-Vorbereitung gehabt? Pissen, ja. Kannst nicht mehr laufen, schwere, ja. Beine, wie ist das jetzt? Alles, was scheiße ist, das scheiße. Scheiße, ich muss dringend pinkeln. Ich muss pinkeln, wie Schweine. Das ist das Schlimmste. Wenn du durch die Stadt läufst und nirgendwo weißt, wo du pinkeln kannst. The Paddy? So, hier geht man jetzt so raus. Hier ist das Restaurant. Eigentlich vom Dinger gehst du hier raus und jetzt pass auf, von hier muss der Kellner erstmal einfach so ganz gemütlich durch die Straße an dem U-Bahnhof vorbei, dann hier durch und dann hier kann er den Gästen das Essen servieren. Hier ist dann sozusagen draußen der Essplatz. Genauso kennt man New York doch aus den Filmen. Pass auf, so richtig Ninja Turtle Style, pass auf. Wenn einfach aus dem Boden so Rauch rauskommt. Guckt ihr das an? Genauso kennt man das so. Das ist für mich New York, Alter. Oh. Aber das ist so richtig clean, also das riecht, das stinkt nicht. Gell, Mann, ja? Ja, wo kommt es her? Weiß ich nicht. Stellen uns jetzt hier an, denn ich will ein Foto mit dem Wall Street Boy haben, ja? Das ist schön Eis. Ja, weiß, ja, guck mal da. Man, ja, hallo. Mach mal Move rauf da. Zack. Jawohl, geil, Uwe, geil. Foto mit dem Bullen hat gesessen. Die Jungs wollen jetzt hier nochmal ein Eis essen. Ich glaube es nicht, doch. Aber vielleicht esse ich auch noch eins. So, Leute, ich habe mir nochmal ein Eis besorgt. Und ein so ein Eis kostet 10 fucking Dollar, Digga. Ja, yeah, guckt das euch an. 10 Dollar, ich dreh durch, Mann. Aber man ist ja nur einmal in New York, ne? Und während ich hier mein Eis esse, im Sitzen, macht Steve erst mal ein Foto in Unterhose. Steve, Bauch. Bauch? Naja, da wollen alle mal Foto machen hier kurz mit dir. Ja. Was mir jetzt erst auffällt, hinten machen auch viele Fotos und die ganzen Frauen wollen immer Fotos mit den fetten Eiern machen, Alter. Vom Bullen. Guckt euch das an. Da, was ist denn da los? Wow. Okay. Fotos mit dicken Eiern. Okay. Das könnt ihr mir mal erklären, warum nur Frauen Fotos an den dicken Bulleneiern machen. Also, ich bin ganz schön oberflächlich. So, wir haben uns mal spontan entschieden nochmal, dass wir zur Freiheitsstatue wollen. Statue of Liberty, man. Auf geht's zur Fähre. Auf geht's. Was mich jetzt ultra überrascht ist, dass diese Fahrt kostenlos ist. Da bin ich ja Cosmo aus den Socken gefallen, ey. Dass diese Fahrt kostenlos ist. Das glaube ich noch nicht. Das glaube ich erst, wenn wir drüben sind und wieder zurückgefahren sind. Wir müssen ordentlich bei Wendy's dann einkaufen. Weil wir kostenlos ausgestiegen sind. Weil wir kostenlos ausgestiegen sind. Da
das ist unser Ziel, Leute, genau da. Dass ihr ungefähr checkt, so wie weit es ist, pass auf. Machen wir einmal den Rauszoomer, pass auf. Ja, aha. Also wir haben jetzt hier gerade nochmal rumgeraten, ob wir wirklich rauf dürfen oder ob wir nur einmal rumfahren. Wir probieren einfach mal. Also, sieht schon geil aus mit dem Helikopter hier. Da muss ich direkt an den Film Ghostbusters 2 denken, Digga. Alter, ich hab sehr viel Geld bezahlt hier. Ah ja. Das Straßenraster von den Händen. So, wir sind wieder in New Jersey und wir gehen jetzt schön trainieren. Guckt euch meine Punkte an hier. Ja, irgendwie hat das was. Eigentlich finde ich das gar nicht mal so schlimm. So, Steve ist auch schon ausgeschlafen und gleich werden wir schön die Brust trainieren, ne? Die Brust, diese Brust. Oder aber vielleicht auch diese Brust. Oder die beiden Brüste. Ja, vielleicht beide. Also vielleicht machen wir auch beide, ne? Da kommt von Haare wieder auf so Brust. Ja, welche Brust magst du lieber? Ja, die ist mir mal angerissen hier. Oh! Da siehst du auch. Ja, aber dann brauchst du besonders viel Liebe vielleicht. Ja. Ich habe sie gut durchkneten lassen mit Liebe gestern. Oh ja, das stimmt. Wir haben heute unseren Trainingsleiter da, der möchte gerne, der hat schon gestern Visualisierung gemacht. Genau, er hat gestern visualisiert, dass unser Training Bankdrücken, positives, negatives, defensives und Butterfly. Und offensives. Und offensiv bleiben. Ja, mal gucken, was der gute Alex jetzt macht hier. Auf dem Brusttrip heute mit dem Alex. Weil Alex bestimmt heute unser Brusttraining, ne? Alex? Leider heute das Brusttraining, dass die Jungs auch mal groß und stark werden. Ja, genau. Wie sieht das denn aus? Schwachsinn sich. In Kurzfassung, wie sieht's aus? Flachbank, 3-4 Sätze. Schrägbank, 3-4 Sätze. Negatives Bankdrücken, 3-4 Sätze. Ja. Butterfly zum Abschluss. Ja. Und vielleicht noch, die haben ein paar geile Maschinen. Vielleicht noch eine Maschine. Ah ja. Paul und du? Du machst Kamera halten Training, ne? Schultertraining. So, und weil es jetzt ab ins Training geht, gönne ich mir hier den Terminus. Welchen Booster nimmst du gerne? Violence und Terminus. Ja, ich habe Violence sehr, sehr lange schon jetzt am Start. Und durch den Ami-Trip jetzt hier bin ich so auf Terminus gekommen, weil Paddy den so gerne trinkt. Stopp, was man sagen muss, wir haben die nicht dabei. Und zwar am allerliebsten mische ich Focus und Pump Booster sogar. Ah, okay, krass. Ja, hier, Leute, das ist der Terminus. Der neue Geschmack auch. Wir haben hier Cola Cherry Flavor bzw. neues Design auch hier. Das sind so meine zwei Lieblings-Supplements. Dann habe ich hier Kreatin. Bist du auch der Kreatin-Typ? Kreatin. Oder? 10 Gramm zu jedem Training. 10 Gramm? Wow. Immer. 10 Gramm. Immer 10 Gramm. Ah, für mich lang ein Scoop. Hier, Leute. Und das mischst du mit dem Booster? Ja, ja, genau. Ich mische immer mit EAAs und Glutamin. Booster, das ist ja jetzt so das erste, was ich auch zu mir nehme, also sowieso Glas Wasser jetzt gerade schon getrunken. Und ganz wichtig, habe ich mir von Steve abgeguckt. Ich habe mein Kleeisolat, habe ich hier im Kühlfach. Da kommt es auch wieder rein, ist auch schon richtig kalt. Da haben wir schön zwei Scoops von dem hier, Orange Maracuja. Richtig, das wird ultra, das wird richtig lecker sein. Und es gibt natürlich noch die 20% mit dem Code FLYING. Könnt ihr im Neosub Shop abstauben. Wir werden jetzt losfahren. Fazit so zu gestern. Wieder schöne Orte gesehen. Was mir aufgefallen ist an dem Bullen, das war wirklich so, an dem Ochsen, an dem Wall Street Bullen. Vorne haben viele Fotos gemacht und hinten waren echt viele Frauen und wollten einfach Fotos haben von den dicken Bulleneiern. So, das ist mir aufgefallen. Aber da dachte ich so auch so, okay, krass, warum ist das? Also, und die Männer freuen sich wie ihre Frauen hinten an den Ochsen. Ja, ja, genau, das war schon sehr witzig. Merkwürdig. Deswegen, Leute, ich hoffe, die Vlogs gefallen euch. Sorry, kann noch nicht reden, weil gerade erst wach und ich sehe aus wie ein Dalmatiner. Hat es schon von hinten gezeigt? Ja, klar, brutal, voll. Ja. Ein Tenpack von hinten. Ja, boah, massiv, massiver Typ. Ich kann kein Steve, aber pass auf so. Yeah, Lutzbread von hinten. Yes. Vielen Dank für das mega Feedback, was ihr in den Kommentaren schreibt hier auf YouTube. Uns macht's mega Spaß. Ja, macht einfach Neosub Smile Dogs hier unterwegs zu sein. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch danke für die Unterstützung mit den Codes. Weil ohne die Geschichte, Werbung hin oder her, wäre sowas einfach gar nicht möglich. Genau, weil die Firmen, meine Firmen, die sponsern das, ja. Und das ist halt das. Das ist so dieser, was dann auch Spaß macht, weißt du, wenn es läuft, man kann dann so eine Reise machen. Genau. Und ja, ich finde auch die Crew halt ultra geil. Ja, wir sind wie die Ninja Turtles. Ja. Wir sind die Ninja Turtles hier in New York. Oder die Ghostbuster. Oder die Ghostbuster. In diesem Sinne, haut rein und ciao.